Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich blende mal kurz einen Kommentar ein, da oben. Weil ich hatte ja letzte Folge gefragt, wie wir das am besten machen mit der Bauerei. Und ich fand deine Idee sehr, sehr cool. So, dass wir es halt nicht komplett außerhalb des Videos machen, sondern ich denke mal, wir fangen ein bisschen an zu bauen. Und wenn es dann jetzt eine Aufgabe ist, wo ich das einfach nur 1000 Mal wiederholen muss, also sagen wir mal zum Beispiel bei der Fassade, ne? Wir machen so ein kleines Stück gemeinsam, dann mache ich den Rest alleine und setze einfach einen Schnitt ins Video oder ich mache einen Zeitraffer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was von beiden. Ich persönlich mag Zeitraffer meistens nicht so dolle. Ich glaube, ich setze lieber einen Schnitt. Aber gucke ich nochmal. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Ich würde sagen, das ist doch in Ordnung so. So mache ich es nicht komplett alleine und zeige euch dann bloß, hey, das ist passiert. Sondern ich würde sagen, wir machen ein kleines Stück zusammen und dann haue ich einen Schnitt ins Video. Was weiß ich, wir machen hier so ein kleines Stück zusammen, dann haue ich einen Schnitt rein, bis ich halt fertig bin hier drüben und so können wir das Stück für Stück machen. So könnt ihr trotzdem noch irgendwie mit dran teilhaben und ich muss euch nicht wochenlang mit monotoner Arbeit quälen. Und es ist auch für mich ein bisschen einfacher mit dem Bauen, wenn ich nicht dazu quatschen muss, weil dann passieren noch mehr Fehler. Und gerade wenn man dann halt das über mehrere Wochen macht, dann ist es immer schwierig, wenn ich hier ein Stück anfange zu bauen und dann 2 Tage später erst wieder aufnehmen und dann weiß ich schon nicht mehr, wie habe ich es hier vorne gemacht und so. So ist halt cooler, so kann ich mir einmal Zeit nehmen, mal einen Abend lang, bau das fertig, hau ein paar Schnitte rein und wir haben 1 oder 2 fertige Videos am Ende oder keine Ahnung wie viel. Mal gucken. So wäre der Plan. Ich hoffe, ihr seid d'accord damit. Die Sache ist die, ich kann heute nicht so lange aufnehmen. nee, ich habe ein bisschen Zeitdruck. Also nicht Zeitdruck, aber ich kann jetzt nicht 2-3 Stunden aufnehmen und das mit den Schnitten und so weiter machen. Deswegen müssen wir heute mal uns noch ein bisschen mit Kleinigkeiten beschäftigen. Vielleicht hier unten noch was am Boden oder Fassade oder so, aber Dach auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, nächste Folge dann sollte ich es hinkriegen. Wie gesagt, dann muss ich mir mal 2-3 Stunden Zeit nehmen und wir schnibbeln da am Ende 1-2 Videos draus. Und dann ist das Dach endlich finito. Aber ja, freut mich. Danke nochmal für deinen Kommentar. War eine gute Idee, bin ich irgendwie selber gar nicht drauf gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte irgendwie nur so, entweder wir machen es komplett zusammen oder ich mache es komplett ohne euch im Kopf. Jo. Und so schnell kann man umentschieden werden in seinem Kopf oder wie auch immer. Gemütlich 11. 18 Minuten. Haben wir noch irgendwas gebaut, was noch mehr Gemütlichkeit gibt? Guck mal, hier haben wir die 9. Ach, bestimmt der Tannenbaum, ne? Geil, jetzt haben wir schon 18 Minuten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte nicht unbedingt das gute Essen verplempern. Ich hau das jetzt erstmal alles hier oben rein. Ich hoffe, ich denke dran, das irgendwann mal wieder zu holen. Oder wenn ich es wiederhole, hoffe ich, dass ich dran denke, dass es dort war. So, wir haben das. Was können wir noch futtern? Sag mal, Pilze haben wir auch viele. Was war denn das für ein Lebensmittel? Wohl, warte mal kurz. Warte mal. Schmutzshake. Hier haben wir Schlangeneintopf, Rübeneintopf. Ach, guck mal hier, Wildschwein-Dörrfleisch noch. Komm, wir hauen uns hier so eine Kombi rein. Da haben wir zumindest 130 Ausdauer. Und ein bisschen Leben. Das ist doch okay. Zwiebelsamen, Rübe sammle ich später mal ein. Das müsst ihr euch jetzt nicht mit antun. Wir gucken mal ins Häuschen. Wir schauen uns mal kurz hier ein Update. Oder wir ziehen uns hier mal ein Update, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Also Fassade ist so gut wie fertig. Kleines bisschen Kernholz brauchen wir noch. Da drüben fehlt nämlich was. Kann natürlich sein, dass wir jetzt out of Kernholz waren. Ich glaube, wir waren out of Kernholz. Dann können wir gleich noch ein bisschen was schlagen gehen. Können wir das noch hinbasteln, dann sind wir nämlich definitiv soweit erstmal fertig. Ich glaube, genau mit dem war ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber was ich mir... Eine Hand hat gerade gefurzt auf dem... Hier, wie nennt man das? Diese Handballenablage, Auflage. Von der Tastatur habe ich gerade so die Hand drüber und es hat so ein... Schön, oder? Musste ich mal kurz erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, ich furze hier rum. So, was wollte ich denn euch zeigen? Ach genau, hier, guck mal. Ach, das sieht schon geil aus, ne?
Also wir müssen auf jeden Fall Sachen damit bauen. Jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich auch einfach noch ein bisschen Teer sammeln gehen. Es kostet ein Teer. Ich glaube, wir hatten relativ viel, aber ob es reicht, ist die Frage. Dunkelholztor. Boah, das sieht ja mal deluxe aus. Jawohl. Das weiß ich gar nicht mehr. Dann machen wir hier vielleicht so ein Dach drüber und hier so zwei Tore. Vier Eisen. Und zwei Teer. Ah, es wird wieder ein ganz schönes Gepopel mit Rohstoffen. Weil ich glaube, Eisen ist der Bestand ziemlich zum Scheißen. 21. Guck mal, die ganze Gerste können wir doch mal noch. Entschuldigung. Das müssen wir mal noch fix machen. Die ganze Gerste hier vorne reinhauen. Das braucht doch immer so Ewigkeiten hier in der Mühle. Wie viel passen da rein? 50. Na, wenigstens was. Ich bin immer noch ein bisschen traurig. Ja, was heißt traurig? Aber ich finde, das könnte etwas schneller gehen, wenn man die Taste gedrückt hält. Ich hämmer die halt immer durch. Auch bei den Kohlenmeilern und allen möglichen. Oder dass es einfach eine Tastenkombi geben würde. Mit alles einfüllen. Also voll machen. So viel wie geht. Wäre halt auch irgendwie cool. Aber dass ich da 50 mal draufhämmern muss, wenn ich die Taste gedrückt halte, das dauert irgendwie so Ewigkeiten. Fände ich cool, wenn es mal noch geupdatet wird. Gut, komm, wir gucken uns mal noch fix die anderen Sachen an. Ich möchte jetzt einfach alles mal gesehen haben mit euch zusammen. Wir haben hier so einen Dunkelholzbogen. Ach, mit dem können wir auch bestimmt noch richtig... Ach, guck mal. Da können wir noch richtig geil verzieren mit. Brauch auch wieder Teer. Wir gucken mal eben fix, wie viel Teer wir haben. Dann gehen wir ein bisschen Kernholz schlagen. Ist die Frage, wo habe ich das Teer wieder hingepackt, ne? Warte mal. Entweder beim Metall mit rein... Nee. Oder eventuell hier vorne mit in der Kiste. 50, 100, 114 Teer haben wir. Ja, okay, damit können wir erstmal was anfangen. Gut, ich will nicht so lange quatschen mit euch. Also ich will schon lange quatschen mit euch. Aber ich möchte nicht so lange Zeit verquatschen. Sondern auch ein bisschen was schaffen. Nächste Folge dann wirklich hoch und heilig versprochen. Bauen wir das Dach. Aber es macht halt echt mehr Sinn, wenn ich da 2-3 Stunden Zeit habe. Sonst musst du dich jedes Mal wieder da reinfuchsen, wie du was gemacht hast. Und naja, ihr wisst schon. Ich brauche mich da, glaube ich, nicht erklären. Da haben wir natürlich so eine richtig Bad-Kombi. Ein Essen, um hier mal fix rüber zu laufen. Und auch plus Knochenwanz dabei. Naja, wir müssen mal kurz hier in den dunklen Wald. Hatten wir nicht sogar mal... Guck mal, das ist doch Kiefer und wir sind noch... Ist das die, die wir mal gepflanzt haben? Wir haben doch mal überall Kiefern hingehauen, oder? Also Birken haben wir ja letzte Folge, glaube ich, mal ein paar gepflanzt, aber ich hatte doch auch... Es müssen ja die sein, weil die Kiefern sind doch sonst nicht im Grasland gewachsen. Ja, das ist schon wieder ganz vergessen. Müssen wir definitiv öfter machen, dann braucht man nicht immer so weit weg. Wir hatten ja eh den Plan... Das werden wir demnächst auch mal noch machen. So richtig schön nah an unserer Base. So einen kleinen Mischwald anlegen. Birke, Kiefer, normales Holz. Das wäre schon irgendwie ganz geil, ne? Holzhacken auf der 55. Wir können auch mal wieder nach den Stats gucken. Komm, wir nutzen die Zeit heute mal, um so ein paar Sachen zu machen, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben Sprinten auf der... Jetzt bin ich erschrocken vor dem Fiat. Naja, gut, wir haben bloß 63 Leben, aber er tut uns trotzdem nicht groß weh. Ich wollte mal gucken, Schlagwaffen 54 erst. Ich hätte gedacht, dass wir das schon höher haben, ehrlich gesagt. Leider nein. Oh, Keuli, ist doch gut. Na gut, irgendwann bin ich gestorben. Wie lange ist denn das schon wieder her? Ich weiß es gar nicht. Naja. Ich hätte trotzdem gedacht, wir waren ja mal eine ganze Zeit lang, ich glaube, als wir noch die Base größtenteils gebaut haben, waren wir mit Schlagwaffen so um die 40, oder? Ich glaube schon. Naja, aber mittlerweile ist halt auch, wenn ich jetzt einmal sterbe, sind halt gleich mal, was zieht's ab? 10%? 20%? Entweder 5 oder 10 weg. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist natürlich schon allerhand. Ich glaube 10%.
304, ein bisschen was kriegen wir noch. Komm, wir hauen hier noch einen Kiefer weg. Wir haben sogar den Flug einstecken, aber wir haben nur einen Kieferzapfen. Schade. Und den hauen wir gleich wieder mit dem Boden. Das können wir uns eigentlich angewöhnen. Ich glaube, da vorne liegen auch noch Kieferzapfen. Sah zumindest gerade ein bisschen so aus. Oder auch nicht. Zack, und das noch her. Bam, und wir hauen hier eine Kiefer direkt wieder hin. Für die Nachhaltigkeit und so. Ja, müssen wir definitiv näher machen. Hier irgendwo vorne an der Base schön die ganzen Kieferzapfen und die Birken alles hinklatschen. Dass wir nicht jedes Mal so weit rennen müssen. Warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin, frage ich mich schon wieder. Weil die Kiefern hier haben wir ja auch relativ... Ach, das sind auch die Kiefern, ne? Das waren, glaube ich, die gepflanzten hier. Ja, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe, weil jedes Mal mussten wir in den dunklen Wald und da ist ja bekanntermaßen auch mehr Frequentierung von bösen Gegnern. Also dementsprechend mehr Stress beim Fällen. Und vor allem halt auch die Laufwege. Gerade die ganze Zeit, wo wir noch keinen Gürtel hatten. Ja, ungefähr so. Zack. Haben wir hier schon das erste Mehl? Noch gar nichts. Da hat doch 5 verarbeitet, okay. Jetzt zieht's aber durch. Kleine Mühle. Dann machen wir mal das Stück Fassade fertig. Aber auf jeden Fall geil hier mit dem Zeug. Es sieht halt auch alles in Schwarz nochmal. Oh, geil, Alter. Geil, geil, geil. Oh Mann, ich werde alles vollflanken damit. Vor allem, wir haben auch so viele Trophäen und generell, wir können ja richtig viele Sachen auf die Objektständer drauf buddern. Das wird schon mega cool. Wir werden hier alles vollflanken. So ein richtiges Messi-Haus. So, zack, gib mir mal so ein Ding. Bitte in gerade. Das jetzt eingesnappt? Irgendwie hat es sich komisch angefühlt. Jetzt hat es eingesnappt, jawohl. Ich mach mal gleich oben weiter, sonst versperren wir uns die Sicht. Zum Snap-Point. Oh, durch diesen Nebel, der entsteht, siehst du dann halt immer kaum was. War der schon immer so dolle? Und... ja, nicht ganz. Komm, snap mal richtig hier hinten, mein Freund. Der will nicht. Den machen wir noch. Ich habe hier doch schon einen reingeflankt, der einfach etwas verkehrt war. So, zack, perfekt. Sammel den ganzen Spaß mal ein. Ich muss wieder ein bisschen vorsichtig sein mit dem Springen. Perfekt, da oben das kleine Holzchen noch. Und da haben wir es. Wie haben wir ihn hier drüben jetzt zugemacht? Ich habe wirklich auch Bock zu bauen mittlerweile. Ich habe mich lange so ein bisschen vorgescheut. Ihr wisst schon, weil Dach ist halt schon anspruchsvoll und so. Aber ich will das auch endlich fertig kriegen. Außerdem brauchen wir unbedingt Platz. Und guckt ja auch mal diese Größe an, ne? Im Vergleich zu der Hütte da drüben, die ja eigentlich schon nicht klein ist. Wir haben ja auch generell noch so viel Freifläche. Das muss alles vollgerotzt werden. Damit es hier schön gemütlich drin wird. So, also wir hatten hier nochmal Kernholzbalken in die Höhe. Wegen Verzierung und so. Also, Kernholzbalken in die Höhe. Ach, guck mal, einer steht schon. Da kommt noch einer drauf, genau. Und mehr haben wir da drüben auch noch nicht gemacht, ne? Nö, der ist dran, genau, perfekt. Alles klar. Ja gut, da müssen wir dann erstmal die Dachkonstruktion drüberlegen. Hier bin ich auch noch am überlegen, wie wir das, ob wir das noch zumachen. Oder ob wir hier so einen kleinen Balkon machen, dass man hier so richtig hochlaufen kann, so wie hier. Ah, ich weiß es noch nicht. Der Fußboden, das war auch so eine Qual, ne? Aber wir müssen den auch mal zu Ende kriegen. Komm, heute ist Tag der komischen Sachen. Der Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Nee, natürlich nicht, aber wir müssen das auch noch fertig kriegen. Ich hoffe mal, dass das irgendwie am Ende aufgeht. Bei meinem Glück.
geht hier wieder gar nichts auf. Sieht nämlich jetzt schon wieder ganz schön verkehrt aus, ehrlich gesagt. Naja. Was soll's? Es soll nicht schön sein. Man muss im Leben auch immer mal fuschen. So, eigentlich so alles, was ich handwerklich im Leben mache, ist ein Riesenfusch. Weil es nie so klappt, wie es soll. Also warum denn dann im Spiel? Macht ja gar keinen Sinn. Dann machen wir das hier fertig. Ach schön, dann haben wir hier den Fußboden dann auch mal endlich erledigt. Hier drüben ist ja auch schon, ich meine, ich finde den hier noch ein bisschen langweilig. Ist halt einfach nur Holz. Mal gucken, ob wir da auch noch irgendwas Schöneres draus machen. Aber es gibt halt nicht wirklich was. Man könnte halt immer mal eins rausnehmen und hätte dann so ein Muster drin. Aber da ist das Problem, das ist wieder nicht dieselbe Höhe. Und das sieht eher aus wie gewollt und nicht gekonnt. Guck mal, hier muss noch was rein. So, komm, wir machen hier weiter. Wie sind die hier angeordnet? Der muss irgendwie hier so hin. Gott, das wird langsam. Langsam geht ja gar nichts mehr auf. Das Gefühl, der war nicht korrekt. Ich mach das jetzt einfach so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging doch eigentlich mal gut los, ne? Aber hier in der, die zweite Reihe, die. Ja gut, aber es ist halt so. Was willst du denn machen? Ich meine, an manchen Stellen sieht es noch schlimmer aus als an anderen, aber kannst ja nicht viel machen. Ist natürlich klar, desto enger es wird, desto mehr überlappen die Dinge. Ja, wir hämmern das jetzt hier einfach völlig zu. Mir egal. Hauptsache, es ist fertig. Schön sieht es jetzt eh schon nicht mehr aus. Oje, oje. Ich hoffe, ihr köpft mich nicht dafür. Ich sag mal so, wenn man so lang läuft, sieht es gar nicht so schlimm aus. Wenn man halt so richtig von oben drauf guckt, gerade die Ecke hier vorne. Naja. Warte, das passt gar nicht ins Muster. Das ist sogar mir jetzt mal aufgefallen. Der passt auch nicht. Der passt wieder. Zack. Zack. Man kann das bestimmt auch absolut perfekt machen. Ich bin mir sicher. Aber da bin ich zu ungeduldig für. Wir kriegen das auch so hin. Lieber selfmade und dafür hässlich als teuer bezahlt und nicht selbst gemacht. Auch wenn man hier im Spiel jetzt nicht die Option hätte, einen Handwerker zu rufen. Komm, den flank mal einfach mit rein. Na klar. Los. Hauptsache, das Ding ist zu. So, guck mal. Hier muss auf jeden Fall so werden. Hier auch. So, nee, vom Muster. Na, ich glaube lieber so. Und so. Und so. Und so. Ah, jetzt wird's doch. Guck, den hauen wir nochmal für so ran. Ah, wir müssen mal ein bisschen näher. Jetzt kommt mir das Dach in den Weg. Wir hier bloß nicht so eine kleinen offenen Kanten haben. Dann hau ich lieber noch irgendwo einen mit rein. Gucken wir gleich nochmal. Hier. Was machen wir mit dem? Zack. Oh Gott, es tut mir leid, Leute. Wir machen das jetzt einfach so. Ja, aber hey, ganz ehrlich, so schlimm finde ich es gar nicht. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Hier diese kleine Kante, die nervt mich noch. Mal, die müssen wir irgendwie besser zukriegen. So, perfekt. Ach komm, geht. Hat sogar irgendwie was. Sieht so ein bisschen aus so wie, ja, wie so Parkett. Und auch immer so die einzelnen unterschiedlichen Holzdinger so ein bisschen sieht. Etwas chaotisch, aber okay. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Kann ich doch beruhigt schlafen heute. Perfekt. Guck mal, da haben wir den Fußboden fertig, die Fassade hier drüben. Über das Ding mache ich mir nochmal Gedanken. Und dann können wir nächste Folge so eine kleine zusammengeschnittene Folge machen. In der wir dann hoffentlich das Dach fertig kriegen oder vielleicht zumindest erstmal die Hälfte. Mal gucken, wie viel Zeit ich aufbringen kann dafür. Wie viel Zeit ich am Stück habe, ist nämlich alles nicht so einfach mit Arbeit und Kind und so. Aber ich habe es euch schon oft genug gesagt, ich möchte nicht ständig jammern.
Mir macht's ja auch Spaß und mir tut das auch immer leid, wenn mal eine Folge unpünktlich kommt, ganz ehrlich. Mich ärgert's halt auch selber, weil mir macht's ja Spaß. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mir denke, nö, kein Bock mehr heute. Nee, tatsächlich nicht. Es ist eher so, ach scheiße, du schaffst es heute wieder nicht. Ich weiß, in letzter Zeit war es ab und zu mal etwas unregelmäßig. Tut mir leid, es wird auf jeden Fall wieder besser werden. Aber gerade ist halt einfach sehr, sehr viel zu tun. Plus Weihnachten ist eh immer irgendwie eine stressige Zeit im Jahr. Gut, wir sind durch mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Fußboden fertig, Fassade fertig, das freut mich. Ich werde da mal noch die Zwiebeln und Rüben und so alles ein bisschen absammeln. Und würde sagen, übermorgen 19 Uhr geht's dann weiter mit dem Dach. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.